Kurz haben wir verhungert. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bevos Tech Pack Minecraft. Ich konnte mich ein kleines bisschen. Gut, Sound funktioniert. Zurückhalten, habe jetzt mal ein paar Tage es ausnahmsweise nicht angerührt. Ich erinnere mich, dass wir uns beim letzten Mal noch hier mit dem Feld abgeplagt hatten, was wir jetzt stehen haben. Und der Baum da sollte eigentlich groß sein, ist aber nur klein. Tja, was wollen wir machen? Als erstes können wir mal mit. Ja. Ich glaube, als erstes sollten wir mal gucken, dass wir überhaupt irgendwas zu essen kriegen. Und. Mal gucken, was sagt denn unsere Kiste hier? Den haben wir schon gegessen. Das ist schlecht. Das Brot haben wir aber noch nicht gegessen. Das ist gut. Ja, wie gesagt, ein paar Tage konnte ich mich zurückhalten. Zeitlich bedingt war ich auch eher eingefangen. Dementsprechend ging es auch ganz gut. Ich will heute mal wieder so ein, zwei Völkchen aufnehmen. Nicht, dass ich hier immer noch mehr als genug Vorlauf hätte. Das nehme ich gerade so irgendwo Ende November auf. Und kommt, wenn es normal bleibt bei einer Folge pro Tag, Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten. Ja, irgendwie so. Da ich aber im Moment auch überlegen bin, da jetzt gerade doch dadurch, dass 7 Days to Die halt finalisiert wurde, Space Engineers gepausiert wurde, dass ich da wirklich gerade ein bisschen überlegen bin, was könntest du denn more Schickes machen? Und da ich gerade so ein bisschen Freilauf habe, projektmäßig, bin ich zumindest am Überlegen, ob ich vielleicht auch mal eine Folge mehr mache. Vielleicht mal eine Woche lang Doppelfolgen oder was, dann kriegt man wenigstens mal ein paar weg. Das wäre doch mal was. Eine Woche lang Doppelfolgen hiervon, falls es so gekommen ist, hoffe ich, dass es euch gefallen haben sollte. Andererseits kommt für mich natürlich jetzt auch wieder so die Zeit näher, in der ich wahrscheinlich gar keine Zeit haben werde, groß zum Aufnehmen. Das zumindest weniger als im Moment. Da muss ich dann auch wieder gucken, dass das alles am Ende funktioniert. Wir werden auf jeden Fall erstmal die Schweinchen vermehren. Und ich überlege, ob wir das auch gleich auch wieder mit den Hühnerbollen machen. Den noch lebenden Wandelnden. Ach je, wir hatten ja gar keine Seeds mehr. Och, Menü. Hier ist dunkel. Das Weizen. Ja, ich glaube, ansonsten müssen wir mal so ein bisschen von unserem Dünger, den wir da willst mir rollen. Was ist in dieser Minecraft-Welt los? Komm rein. Dass hier die Tiere immer wieder abhauen. Komm. Das ist ja wohl der wahre Graus. Ja, komm. So, hier, jetzt rein da. Komm. Nee, nee, nee. Irgendwas stimmt hier doch ganz und gar nicht. Zack und zack und zack und zack und zack und zack. So, da machen wir mal ein bisschen Make Love. Ein bisschen Liebe machen am Abend. Keine Ahnung, oh Gott. Wir holen natürlich, lass mich rein da. Lass mich rein da, denn sie will doch. Hallo Hühner! Nein, Alten. Ja, nee, nee, nee. Kühe bleibt dort. Ansonsten müssen wir hier noch ein bisschen umbauen. Lass sie hier nicht abhauen. Aber so langsam kriegen wir doch ganz gut Viechkram. Ich bin immer noch mal denken, was machen wir in dieser Aufnahme? Ein bisschen weiterbauen. Wäre vielleicht zumindest ganz gut. Hust, hust, kratz, kratz. Na komm. Knusper erstmal mal ein Möhrchen. Mama lieber das Möhrchen. Oh, er ist noch eins. Naja, zumindest tut er so. Er hat mehr dran genuckelt als gegessen. So, wir müssen uns mal wieder etwas zu essen machen. Hamburger haben wir jetzt ja schon gegessen. Ah, da fällt mir was ein, was wir mal machen müssten. Wäre ein Eimer. Oh, Eimerchen bräuchten wir mal, ne? Ein leeres Eimerchen. Erstmal legen wir uns jetzt hin mit dem Eimer auf den Kopf. Ah, nehmen wir einen Schluck Kaffee. Und dann gehen wir mal die Kühe befummeln. Dann ziehen wir mal den Rindern am Euder.
Warum die hier? Was willst du hier draußen? Gehst du da wieder rein? Dann nicht. Tja, das passiert, wenn ihr ausbrecht. Da mache ich hier kurzen Prozess, mache ich da, ne? So, zack. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Lalalalala. Also kriegen wir mal ein bisschen Milch zusammen. Wir ziehen natürlich immer nur ein und derselben Kuh am Euter. Das ist die Emma Watson Kuh. Oh mein Gott, nein. Ah, so. Ja, wie gesagt, Ende November. Es gibt ja zurzeit auch wieder so ein ganz tolles Thema, wo sich viele, vor allem auch YouTuber, darüber aufregen, wo ich sagen muss, gut, dass ich mich von COD Advanced Warfare, ich weiß, dass das falsch ausgesprochen ist, aber da es Warfare ist und im Moment, was die da treiben, eine regelrechte Affäre, habe ich mir gedacht, das passt doch. Als Übergangsleitung, das ist, wenn diese Folge rauskommt, wahrscheinlich schon alles Schnee von gestern. Aber im Moment werden YouTuber ja bei denen ganz böse bestraft mit Strikes, die zum Beispiel auf Glitches aufmerksam machen. Ich kann zwar verstehen, wenn da Leute sich hinstellen, Videos machen, ah, guck mal, wie toll ich cheaten kann. Ich bin ein alter Supercheater. Dass sie da sagen, ey, wer sowas in Videos zeigt, Cheats anpreist wie sonst was, den striken war, kann ich verstehen, so zumindest etwas mehr, aber wer auf Fehler aufmerksam macht, und man geht ja schon wirklich die Gefahr, wenn man dort einen Glitch benutzt, es aufnimmt und ja, dass dann gestrikt wird, was einen ja den Kanal ganz böse kaputt machen kann. Ich erinnere mich da an so Begebenheiten. Ja, hiervon brauchen wir auch noch so ein bisschen, dann machen wir... Kommst wieder. So, zack. Punkto BF4 Hardline. Aber zu striken, weil da jemand etwas zeigt, was halt scheiße ist. Und da regen sich jetzt zurzeit auch viele drauf und sagen, hey, seht lieber zu, diese scheiß Glitches. Und ja, ich weiß, dass ich mich gerade im Ton etwas vernehme, aber das mache ich jetzt sogar mal mit voller Absicht. Seht zu, dass ich diese scheiß Glitches aus dem Spiel entfernt und anstelle die, die darauf hinweisen, zu bestrafen. Denn wenn ein Spiel halt nicht gut programmiert ist und sowas drin ist, sollte man sich, und das finde ich auch, lieber darum kümmern, dass es entfernt wird, dass die Leute so einen Mist nicht mehr benutzen können. Ich habe mir ein paar Videos zu Advanced Warfare angeguckt. Gut, sie haben ein bisschen was gewagt, es macht einen soliden Eindruck, aber nach Ghosts bin ich immer noch so maßlos von der Serie enttäuscht. Da hilft auch das Spiel nicht sehr viel weiter. Und ich würde auch das nicht unbedingt anrühren. Oh, das ist aber COD, COD ist so geil! Ja, dann soll's dir gefallen, mir nicht. Mir gefallen die alten COD-Teile. Da stehe ich sogar ganz offen und ehrlich zu. Und ich glaube, wir haben schon mal halt. Das Gute ist ja, dass wir jetzt hier nochmal so ein bisschen nachsehen müssen. Wir haben das Nachsehen. So. Können wir hier wenigstens auch nochmal Blode rausmachen für extra Longs und so weiter und so fort. So, zack. Wunderprächtig. Da wächst auch schon wieder ganz viel, ganz munter. Ah, wenn wir schon mal hier eh bei der Ernte sind, dann können wir es auch so. Mal wieder so richtig abernten hier. Hui! Jeweils finde ich es eine Sauerei, dann Leute zu bestrafen, die auf Glitches hinweisen und hindeuten. Sogar einige Netzwerke warnen davor, so Gameplay zu machen. Und wenn man da zum Beispiel so ein Glitch, selbst wenn es aus Versehen ist, macht das Video lieber nicht zu veröffentlichen. Und ja, Activision, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich jetzt eine goldene Zitrone hier in dem Spiel hätte, würde ich sie euch, glaube ich, verleihen. Das ist ganz schön armselig, das so zu regeln. Wie gesagt, anstelle sich um die blöden Fehler zu kümmern, dass die rauskommen aus dem Spiel. Nee, man bestraft noch Leute, die es einfach, die sich hinstellen und sagen, hey, da ist was, das ist nicht in Ordnung. Könntet da mal was tun. Wie gesagt, Leute, die sich hinstellen und das richtig profilieren. Hey, da sind hier Glitches da, und Cheats und hoch und gucke mal und toll. Und wie toll man doch ist, wenn man sich einen runterkollen kann, wenn man durch Betrügen gewinnt. Nö, da könnte ich es nur verstehen, aber wie gesagt, es kann nicht sein, dass man Leute im Endeffekt bezahlt, dass die Videos gucken
um da halt auch welche, die wirklich auf ehrliche Weise einfach da auf die Probleme aufmerksam machen wollen, bestrafen kann. Sowas will mir nicht immer unbedingt in den Kopf. Aber das geht ja bei manchen Sachen so. Und das, ja, wie würde man jetzt sagen, das prangere ich an. Ja, jetzt fängt auch noch der an zu. Jetzt fange ich auch noch an zu prangern. Jetzt ist es geschehen. Und wir müssen unbedingt mehr Felder bauen. Wir müssen mehr Kram bauen. Ballis, jetzt haben wir hier sogar noch ordentlich. Wieder eine doofe Feder. Nur den Eimer. Ja doch, da kann erstmal da drin bleiben. Den brauchen wir jetzt gerade ja nicht. So, dann mal noch ein bisschen was zu essen. So, zack. Beef Jockey. Was könnte man uns immer schön machen? Nur reiche Schokolade. Ja, da müssen wir mal erstmal einen Dschungel finden und Kakaobohnen. Ist wahrscheinlich Tomaten zu. Stock. Okay. Könnten wir mal machen, oder? Das heißt, ich brauche das. Ich brauche, keine Ahnung, machen wir mal zwei davon. Stock, Stock, Stock. So. Genau, da braucht man dann noch das Mixing Bowl. Alles klar hier. Mixing Bowl, 3 kommt raus. Für 6 habe ich. Mixing Bowl, Mixing Bowl, Mixing Bowl. Das heißt, ihr bräuchten noch 6 Tomatoes. Ja, yeah, Tomaten. Mal wieder was anderes zu essen. Tralalala. Ich freue mich gerade einen. Wunderbar so. Zack. Und zack. Und Tomatensäure. So, schnell wieder weg. Oh, für eine ausgewogene Ernährung. Oh, die macht doch ganz gut was. Sehr schön. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder Bäume verprügeln. Das ist ja unser 10. liebstes Hobby hier in Minecraft. Hey. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen. Was findet ihr davon, was da im Activision da gerade getrieben hat? Oder eben für euch wahrscheinlich vergangenheitsmäßig getrieben. Ja, getrieben hat. Sie treiben es ja immer noch im Moment. Mal gucken. Findet ihr sinnvoll, wenn man Leute... Ich habe ja auch schon manches Mal, wenn ich hier irgendwo in Ecken hängen bleibe, auch sagt er hier irgendwie, ich habe ja ein Talent dazu, in Spielen Ecken zu finden, an denen man hängen bleiben kann. Ich habe es in Crysis 3 geschafft, ich habe es in Battlefield geschafft, ich habe fast jeden Spiel schon geschafft. Dass ich mich da hinstellen konnte irgendwann, hey, hier kann man sich festhängen, geil. Naja, nicht geil, aber ist so. Und ich würde auch, wenn ich irgendwie einen Glitch finden würde, würde ich auch sagen, hier, Achtung, ich habe einen Glitch gefunden, ist ganz schön scheuße. Aber nur so könnte man ja darauf aufmerksam machen. Und dann dafür Strikes zu kassieren, ist schon etwas, ja. Muss man jetzt nicht unbedingt gut heißen, oder? So, ich möchte jetzt kurz noch was machen, damit wir hier das Feld mal zukriegen. Okay, da brauchen wir ganz schön viel von. Tut, 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 tut. So, zack. Aber wenn wir hier gut abholzen, kriegen wir, glaube ich, auch genug davon auf Dauer. Hey, du verschwindest ja gar nicht. Böser Baum. Das prangere ich auch an. Nicht die spawnende Bäume. So eine Frechheit. Ja, also ich finde das nicht ganz sinnvoll. Es gibt ja auch viele YouTuber, die sich da wirklich hinstellen und sagen, hey, ich habe da was gefunden, ich finde das nicht gut, um halt auch den Publisher da mal drauf aufmerksam zu machen und dann solche Leute zu bestrafen mit Strikes, die einen wirklich den ganzen Kanal kaputt machen können. Nicht nett. Gar nicht nett. Wer, wie gesagt, sich hinstellt und ganz groß Cheats und so zelebriert und anpreist, ja, kann ich verstehen. Weil das macht leider gerade Multiplayer ganz schön kaputt. Was da so manche benutzen. Ist man selbst ja aus Battlefield 4 und Co. doch ein bisschen geplagt inzwischen. Und wünschte sich so manchen Cheater weg, wenn man da irgendwo steht mit einer DAO 12 einen mehrfach in die Fräse reinzwiebelt. Ein ganzes Magazin, den das nicht juckt, er sich dann einfach umdreht und einmal Piff macht. Ja, und dann keinen Schaden gekriegt hat oder nur so ganz wenig Schaden von allen Treffern. Ja, da gibt es ja leider Mannigfaltiges. Mein Liebling ist ja immer noch, was ich jetzt auch mal wieder hatte, wo ich jetzt das neue Final Stand meins gespielt habe, was bei mir leider leckt wie Sau. Oder wo auch andere rüber klagen. Bei einigen läuft es sehr gut, wie üblich, bei anderen
geleckt wie Sau. Da haben sie, also zumindest für mich, irgendwas verbockt beim Patchen. Für mich ist es im Moment fast unspielbar. Ich wollte ja eigentlich auch ein What's New Sim machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Ich könnte es theoretisch zeigen, weil Gute Lück hat da eigentlich ganz gut erzählt, was... weil da gerade im TS war, was das noch neu ist und so weiter und so fort. Und schon mal Feedback gegeben, wo ich es noch nicht mal richtig gespielt hatte. Weiß aber, wie gesagt, nicht richtig spielen kann. Da muss ich noch gucken, ob ich das vielleicht noch mache. Upsala, so, zack. Oh, so, und noch ein Baum. Und noch ein Baum. Ganz viele Bäume. Ganz viele kleine Bäume, la 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 la. So, alles auch eingesammelt? Wunderprächtig. Oh, hier wächst auch alles schon sehr, sehr schön. Oh, zack ich. Kriegen wir einen voll? Nicht ganz, nicht ganz. Aber ganz ehrlich, die brauchen wir jetzt nicht. Das wächst wieder alles hier noch. Ah, hier kommt mal das Gras. So, das Gras dazwischen will ich mal weg haben. Das ärgert mich, das will ich nicht. Und wenn ich schon da mal dabei bin, dass hier soll... Oh, hier herrscht Ordnung und Disziplin im Beet! Ungenehmigte Pflanzen werden rausgerissen. Nee, sowas will ich hier nicht sein. Und ich brauche dringend die Magical Lamps, also die für Altspieler Wrath Lamps, damit wir etwas mehr zu sehen können, ja. Kurz und bündig. Ein Lack. Lack, 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 Lack. Erstmal wieder einen Schluck trinken. Seid froh, dass ich heute die Gitarre nicht dabei stehen habe. Obwohl es besser wäre, jetzt wahrscheinlich wieder als bei meinem Erstversuch. Und wie gesagt, das ist noch so eine Hemmschwelle, die muss ich mir noch abtrainieren. Aber man ist ja schon, man hat sich ja schon vieles getraut, weil man eigentlich gedacht hat, das würde man nie wagen. YouTube sei Dank hat man es dann doch hingekriegt irgendwie. Meistens am Anfang ganz kläglich, aber mit der Zeit gewöhnt man sich ja an fast alles. Vor allem, dass man sich theoretisch oft genug zum Affen macht. Die Axt müssen wir dann auch reparieren. Und ich habe jetzt die Tage dann mal wieder ein bisschen gespielt, also wie beim letzten Mal... Also geübt. Von Spielen rede ich ja bei meinen kläglichen Künsten noch nicht. Also ich habe mal wieder ein bisschen geübt. Das würde jetzt zumindest ein kleines bisschen besser klingen wieder als da. Bedingt durch Schreibtisch und Stuhl und so wahrscheinlich trotzdem nicht allzu viel. Biegt man sich einen ab, wenn man dann greifen will. Aber naja, vielleicht mache ich es ja nochmal. Ich bin ja noch gespannt, was ihr davon gehalten habt. Ich weiß, das klang sau schlecht. Grotten, Grotten, Grotten schlecht. Grotten, Grotten, Grotten schlecht. Da, 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 da. So, wir brauchen noch mehr hier unten, damit wir mehr einsortieren können. Und ich will jetzt endlich meine Küche anfangen. Ich will wissen, wo meine Küche hinkommt zumindest. Was heißt? Ja, wenn wir schon dabei sind... Kalabum, Kalabum, Kalabrese. Kalabum, Kalabum, Kalab... Hallo? Kalabrese, habe ich gesagt. So. I am in no dwarf, but I'm digging a hole. Ach, unser armer Ösi, der regt sich ja jedes Mal auf, wenn ich irgendwas auf englischen Fälscher spreche. Also ich es manches Mal mache, um ihn zu ärgern, merkt er nicht. Oder auch so schön, wenn ich, jetzt haben wir auch zum Beispiel im TS, ich hatte Battleblock Theater vorgeschlagen. Und dann kam zweimal nochmal die Rückfrage, was ich gesagt hatte, weil es ist anscheinend über das TS nicht richtig verstanden. Dann hatte ich dann Battleblock Theater wirklich auch so betont gesagt. Oh, hat er sich erst mal wieder einen hat das mich da so wieder zurechtgerupft. Das reicht nicht so. Ja, die lieben Österreicher. Ein lustiges Völkchen, sage ich euch. Ein ganz, ganz lustiges Völkchen. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich weiß, dass mein Englisch verkümmert und schlecht ist. Vor allem, weil ich es ja mehr verstehe, als dass ich sprechen oder schreiben kann. Aber dann auch zu merken, wenn ich das extra so betone, weil da nicht verstanden wurde, das könnte man dann doch mal merken. Ja? Lieber Vogel. Aber es, umso lustiger ist es immer mit dem Haufen. Es macht einfach Spaß. Da wird vielleicht jetzt auch mal, wenn wir es endlich mal hinkriegen, so also ein bisschen mehr randommäßig kommen.
Das heißt, ich rede ja unter Umständen ja euch aus von vergangenen Sachen, die ihr schon alle wisst und kennt und toll findet, hoffe ich zumindest. So, jetzt muss ich hier mal kurz. So, früher war das jetzt eine doofe Idee, aber da das ja immer noch verbuggt ist, bin ich happy. Hui! Aua! Aua! Achso, habe ich denn überhaupt Steinchen davon dabei? Da haben wir noch ein paar auf der Hand. Da haben wir noch ein paar mehr auf der Hand. Und da haben wir auch noch ein paar auf der Hand. Super! Jo. Tung, tung, tung. Hoppala. Ah, sind ja auch so die Fragen, was könnte man mal wieder so machen, vor allem mal in der fröhlichen Runde spielen. Da bin ich jetzt auch am Überlegen, ob ich da mal ein Projekt mit dem Namen Game Mix bringe. Also wo wir dann wirklich mal, wenn wir irgendwie mal so aus der Reihe spielen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt für ein wirkliches eigenes Let's Play reichen würde, könnte, sollte, tut, sich sowas dann mal als unter dem Deckmantel Game Mix rausbringe. Da bin ich gerade echt am Überlegen. Ha! Nicht vorhandene Jump'n'Run-Skills. Whee! Und hier ist ganz schön düster drin. Düster ist Pferdepro, ganz verschwiegen in Mexiko. Was? Keine Ahnung. Lelelele. So, Marble Stairs mit Creeper-Köpfen. Die brauchen wir jetzt erstmal wieder. Ja, ich nehme wieder ein bisschen länger auf. Oh. So, theoretisch könnte ich, das ist jetzt echt so ein Problemchen, ne? Also hier möchte ich noch nicht, das ist mir noch zu niedrig. Eine Reihe höher müssen wir auf jeden Fall noch. Jo. Rump, rump, rump. Dann kommen wir wenigstens unserer Küche näher. Vor allem, ich brauche ein Lager für die Lebensmittel. Das ist mein Hauptbeweggrund, warum ich jetzt unbedingt die Küche anfangen möchte. So. Eine Reihe müssen wir noch. Eigentlich hätte ich ja da, wo ich das mit der Gitarre gemacht hatte, überlegt, dass ich anfange zu jöhlen, weil von Singen wage ich gar nicht zu sprechen. Ich bin kein Friesenjung, ich bin kein... Kleiner Friesenjung und ich wohne auch nicht hinterm Teich. In dem Moment, wo ich es dann anfangen wollte, kam es nicht raus. Das war dann wirklich so der Moment. Tilt Error, willst du das wirklich? Weil ich gerade mal wieder die Otto-Filme gesehen hatte, also die alten. Und die ich ja ziemlich gut finde auch. Na, vielleicht weiß ich irgendwann nochmal. Wie gesagt, erstmal wieder mit der Gitarre ein bisschen rumspielen, dass man wieder ein bisschen flüssiger reinkommt. Dass die Akkorde wieder etwas mehr flutschen. Ja, also doch, der Treppenhaus hat irgendwie was, ne? Eigentlich ist sogar die düstere Beleuchtung relativ passend. Nun gut, jetzt sind wir hier oben. Was machen wir hier oben? Die Decke noch höher. Und warum machen wir es? Weil wir es können! So, und zack. Chalk, chalk. So, plim, 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 plim. Plam. Plim, 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 plim. Plam, plam. Gleich ist auch das Ding hier wieder im Dutten. So, obwohl ich wollte mal was gucken. Mod-Option. Keine Ahnung, was das ist. Options, Controls. Open Backpack, das suche ich jetzt gerade nicht. Galacticraft, Gameplay. Gravisuit, IC2, Inventory. Komm, Mausraste raus. Oder Mausradraste raus. Ich raste aus! Mechanism, Minimap, Controls, Movement. Sneak, Sneak. Ja, vor allem Sneak und Sneak. Strafe left, strafe right. Strafe left, strafe right. Da, 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 da. Pneumacraft, Railcraft.
Streaming, ja, ganz böse. Ich würde es noch wie vorher so gerne machen können. Tinkash Construct, Armor GUI, Build, Goggles, Zoom. Das ist auch noch alles, wie es war. Schade, ich hatte gehofft, dass ich vielleicht irgendwas finde, dass es noch eine Taste oder so belegen muss, dass das funktioniert. So, ich raste mit der Maus wieder ein. Oh, ich habe mich wieder eingekriegt. Wumpa, 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 wumpa. Jetzt repariere ich erstmal die Werkzeuge. Mach mir dann wieder einen neuen Vorrat an Krabinsel. Und dann können wir da oben noch ein bisschen weiter aushauen. Klim, 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 klam, 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 klum, klum. So, den können wir auch noch gleich heile machen, wenn wir schon dabei sind, ne? Zack, zack. Zack, 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 da, 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 da. Ah, pro, pro, hä? Muhuhu. So. Ach, das war jetzt doch einer zu viel, ne? Zock, zock. Ting, ting. Immerhin, schon mal wieder 10 Fässerchen mehr. Puh, das ist doch schick. Ah. Das lohnt sich doch schon mal. Wumpa. Jetzt sind wir wieder 32. Oh. So, müssen wir noch ein paar hiervon machen. Denn wir brauchen jetzt erstmal wieder die da. Rumsa, 3 Stück. Das ist jetzt nicht sehr viel. Das sollte aber trotzdem ausreichen für 3 weitere. So. Ach, unseren Schisselmanissel müssen wir mal wieder einpacken. Einpacken, 2 packen, 3, da haben wir ihn doch. Und ich muss überlegen, überlegen. Ich überlege gerade echt. Bin gerade echt am Überlegen. Meine Güte, dass ich das kann, hätte ich nie gedacht. So, und die nehmen wir mal rüber. Ich nehme erstmal 6. Zack, zack. Zack, nicht, dass wir Cobblestone irgendwie groß nötig hätten, ne? Nee. Ach, wie war denn das? Ach, Gottchen. Lantern. Ach, aus dem kompletten Stein ist das dann wie, oder? Ach so, das ist Slab. Quarried Block. Okay. Die sehen natürlich sehr passend aus irgendwie. Also das ist aus denen und der Rest ist so, okay. Inverted White Lantern. Ja, nee. Ja, okay, die finde ich jetzt nicht so schick. Ich weiß nicht, warum, die mag ich nicht so gern. Mag's nicht. Das heißt, wir könnten also. Müssen wir auch noch suchen, was wir denn mal finden. Ich weiß gar nicht, haben wir den hier schon gefunden? Hm. Da, Stone Lanterns, Sandstone Lanterns. Könnte man, sollte man, tute man. Neverstone sehen natürlich auch nicht so schlecht aus. Nether Block, haha. Da brauchen wir also Nether Cobble für. Nether Cobble machen wir auf. Na, ja, da können wir auch gleich die da nehmen. Schade, also hier raus geht's nicht. Versuch wäre es wert gewesen. Finde ich zumindest. Die brauchen wir dann nicht. Den Schlüssel behalten wir natürlich mal auf der Hand. Also ein bisschen Platz nach unten. So. Unter, 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 runter, 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 runter. Da. Oh. It's voll. Wir müssen mal aufrüsten. Barrels. Better. Big Reactors. Ja, da werden wir uns dann auch irgendwann jetzt demnächst hoffentlich drum kümmern können. Ich weiß nicht, ob wir vorher nicht doch noch unsere Reuse machen. Better Barrels. Damals. So, Storage Upgrade mal 3. Jetzt brauchen wir erstmal ein strukturales Upgrade. Ich würde mal sagen, bis Stufe 2 auf jeden Fall. Dafür. Und dann bräuchten wir noch das Ding.
Okay, das wird ein bisschen teurer. Nimm mal so ein strukturales Upgrade 1 und... Ja doch, bis dahin sollten wir kommen. Das geht zum Glück ja noch. Huiuiui, jetzt müssen wir doch noch ein bisschen was mit den Barrels machen. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge, sehe ich gerade. Das ist ja jetzt schon wieder doppelt lang. In dem Sinne, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.